Spieltag Nummer 2 der Nations League. Deutschland gegen England. Beide Mannschaften konnten ihr erstes Spiel nicht gewinnen. Deutschland spielte zumindest 1:1 gegen Italien. England verlor sogar gegen Ungarn. In der Allianz Arena Deutschland mit dem besseren Beginn. Nach 7 Minuten die erste Chance für Serge Gnabry, der hier mit einem linken guten Abschluss Pickford fordert. Der ist noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt den Ball um den Pfosten. England brauchte kurz, um sich zu akklimatisieren, wurde dann aber auch besser. Mount, starker Pass zu Sterling, aber Manuel Neuer ist auf der Hut und verhindert mit dieser Glanzparade den Rückstand. Etwas zu unplatziert geschossen. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite kurz ausgeführt. Sterling bringt den Ball zu Walker und wieder Neuer. Die beste Phase im ersten Abschnitt der Gäste. Da war Deutschland nicht wach genug, aber Neuer mit einer Doppelparade hält erstmal das 0:0. Kurz vor dem Seitenwechsel dann nochmal die englische Nationalmannschaft. Also Deutschland ließ sich hier ganz schön den Schneid abkaufen. Nachdem sie eigentlich besser begonnen hatten, mussten sie sich jetzt nach 45 Minuten damit zufrieden geben, nicht hinten zu liegen, denn das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. England verpasste es aber, den Führungstreffer zu erzielen. Und irgendwie war der Wurm drin. Wieder England in Durchgang 2. Mason Mount, Superpass Kane. Der ist eigentlich kaltschnäuziger als hier gesehen. Auch wieder gut vor Neuer. Trotzdem, eigentlich darfst du als Spitzenstürmer, der Kane ist, da einem Keeper keine Chance mehr geben. Auch wenn Neuer den Winkel mit seinem Rauslaufen gut spitz macht. Aber dann war es geschehen. 69. Minute. Raheem Sterling, das lange überfällige 1:0. Und wie schon gegen Italien läuft die deutsche Nationalmannschaft erstmal einem Rückstand hinterher. Das große Aufbäumen ließ aber noch auf sich warten. Stattdessen die englische Mannschaft mit der Chance zur Entscheidung in der 80. Minute. Aber der Schuss, der eh vorbeigegangen wäre, wird von Neuer noch endgültig entschärft. Die Schlussphase dann aber nochmal besser geführt von Deutschland. Sané, Kimmich sieht Serge Gnabry. 84. Minute, der Ausgleich. Überhaupt nicht verdient. Aber das ist im Zweifelsfall egal. Es gab nochmal Chancen auf beiden Seiten und Deutschland hatte nochmal eine Möglichkeit. Gnabry setzt sich hier durch. Müller, Havertz, zu unplatziert. Das wäre der wortwörtlich Lucky Punch gewesen. Aber auch zu viel des Guten. Mit einem 1:1 ist Deutschland über 90 Minuten gesehen sogar auch noch gut bedient. England macht aber auch ein wirklich gutes Spiel. Deutschland startet mit 2 Punkten und England mit 1.